Hallo? Hallo? Seid ihr wieder da? Seid ihr wieder da? Hallo? Was geht ab, ihr Lieben? Und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video natürlich wieder. Heute möchte ich mich mal mit euch ein bisschen austauschen. Und zwar, wie ihr im Titel schon gelesen habt, das sind meine, wie nenne ich den Titel? Die Top-Serien von mir oder die oder die beliebsten Serien, nein, die für mich beliebten Serien, meiner Meinung nach die besten Serien. Genau. Wir reden heute mal über Serien. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. So, also, meine Lieblingsserien sind zum einen Prison Break. Prison Break war für mich so. Ja, es kam im Fernsehen damals, das weiß ich noch, und es kam immer so spät und ja, ich hatte keine Lust, ich bin immer eingeschlafen, also ja. Deshalb habe ich die dann irgendwann nachgeholt, indem ich sie gekauft habe. Nee, ich habe sie nicht gekauft, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie nachgeholt habe. Egal, ich habe sie geguckt und habe sie angefangen zu suchten. Weil ich immer wieder wissen wollte, was passiert jetzt als nächstes. Und das ist der Punkt. Das macht eine Serie aus. Eine Serie macht das wirklich aus. Du musst gefesselt sein von ihr. Du darfst nicht mehr loslassen. Du willst weiter wissen, was geht ab. Genau. Und jedenfalls Prison Break war eine davon. Was ich gesehen habe, ist Lost. Aber Lost fand ich so, naja, und vor allem das Ende hat keinen Sinn ergeben. Und also war nicht so meins, keine Ahnung. Breaking Bad, sehr geile Serie. Also die habe ich auch echt gefeiert. Vor allem, ich habe sie gar nicht gesehen. Also ich kannte sie nicht. Und Chris Kratos hat sie schon gesehen und hat aber dann gesagt, hey komm, lass uns doch die Serie gucken, ich würde sie auch nochmal gucken, ich kenne sie zwar schon, aber du kennst sie nicht. Wir haben sie gesuchtet. Gesuchtet. Also bei uns ist es ganz schlimm. Wir gucken eine Serie und wir suchten sie, also wenn sie uns gefällt. Dann habe ich mit ihm Krim geschaut. Krim ist auch eigentlich eine richtig geile Serie, weil es passiert immer wieder was Neues, aber es ist wiederum Geschichte. Also Geschichten? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Kindergeschichten, Ziegel, dies, Rotkäppchen, was weiß ich, keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen mit den Geschichten drin, aber auch richtig cool gemacht und ja, feiere ich auch. Dann, genau, Game of Thrones natürlich, absolut, absolut. Das Problem bei Game of Thrones ist, ich habe gesagt, ich habe es nicht gesehen, also ich habe nur so Ausschnitte gesehen, mal im Fernsehen oder so. Ich habe gesagt, die Serie wird überhaupt nichts für mich sein. Niemals, never, never, never. So, Chris Kratos hat gesagt, komm, wir schauen uns die an. Wenigstens die erste Staffel, dann können wir immer noch entscheiden, ne? So, die erste Staffel, ich habe gesagt, hey, die ficken mir. Beep. Ich habe gesagt, die haben ja nur Sex, so, ne? Ja. Also, keine Ahnung, das zieht mich jetzt nicht so an. Aber es wurde immer besser und besser und es war immer wieder was Neues und jemand ist gestorben, Hauptdarsteller, Hauptrolle, dies, das. Und es hat mich gefesselt dann doch am Ende, was mich sehr gewundert hat eigentlich. Und natürlich gucken wir es. Also wir haben es gesuchtet. Wir haben, da kam glaube ich die fünfte Staffel, fünfte oder sechste, ich weiß es nicht. Und wir haben uns alle Staffeln geholt und haben innerhalb 2 Tagen eine Staffel geguckt. Ja, und ihr fragt euch jetzt, wie kaputt seid ihr eigentlich, ne? Weil wir sind trotzdem ja noch arbeiten gegangen. Arbeiten, YouTube und die Serie geguckt, also wir absolut krank. Die haben wir wirklich zu Tode gesuchtet. So, dann, was gibt's noch? Walking Dead. So, Walking Dead, richtig geile Serie am Anfang. Am Anfang. Mittlerweile zieht sich alles nur noch. Also, es ist so langgezogen wie ein Kaugummi und da fehlt's. Leute, da fehlt's. Was ist los mit dieser Serie? Sie ist kaputt gegangen. Also ich gucke sie trotzdem noch, aber Anfang war sie viel, viel besser, tausendmal besser und jetzt wird es immer so schrecklicher. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Schreibt eure Meinung auf jeden Fall mal in die Kommentare zu den gewissen Serien, was ihr davon haltet. Was ich gucken will, was ich angefangen habe, war die erste Staffel Blacklist. Ja, kann man gucken, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, das fesselt mich. Also ich muss es jetzt weitersuchten. Aber es ist eine gute Serie. Welche Serie ich gucken wollte, ist. Oh, ah, welche ich noch geguckt habe. Beste Serie. Schaut sie euch an, weil ihr wollt auch immer wieder wissen, was geht da ab. Das ist ein bisschen krank. Bates Motel. Genau.
die war auch nicht schlecht und die habe ich von einer Arbeitskollegin empfohlen bekommen und muss sagen, ja, läuft, die war gut, ist leider vorbei. Ja, dann, was ich gucken möchte, ist Orphan, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt genau, ist auch egal, denn die habe ich noch nicht gesehen, kann ich noch nichts dazu sagen und ich will auch nicht gespoilert werden, Leute. Und Tote Mädchen lügen nicht, heißt die eine Serie, glaube ich. Die werde ich mir auch noch reinziehen, glaube ich. Also erstmal die erste Staffel natürlich wieder gucken, ist es was für mich oder nicht. Ja, das waren so die Serien, die ich feier oder am besten finde. Was sind eure Serien? Schreibt es mal in die Kommentare, weil vielleicht ist da noch eine für mich dabei. Denn ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Serien, denn die sind immer so schnell vorbei bei mir. Denn ich bin ein Suchtbolzen. Und ja, American Horror Story ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich die alleine gucken soll. Meinte, ich kann das machen, wenn ich alleine Horror Games spiele hier auf meinem Kanal im Dunkeln. Ob ich mir die Serie zutrauen kann oder eher nicht. Was sagt ihr? Eure Meinung ist gefragt. Ja, und ansonsten empfehlt mir gerne, welche Serien und ich noch gucken kann. Und ansonsten, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und wenn du noch neu auf meinem Kanal bist, vergiss das Abonnieren nicht. Würde mich extrem freuen. Ich bedanke mich vor allem für euren Support nochmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.